Auffällig dabei ist, diese alle 15 Journalisten haben berichtet über die Korruptionsaffäre, in die auch Erdogan selbst ja verwickelt ist. Einmal im Jahr stellt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen einen Jahresbericht Pressefreiheit vor. Astrid Frohler vom Vorstand von Reporter ohne Grenzen, wo lebt und arbeitet es sich denn als Journalist im Moment besonders gefährlich? Also Syrien ist eindeutig das Land, in dem es im Moment am gefährlichsten ist für Journalisten. Dort herrscht Krieg. Es hat dort sehr viel Tote gegeben im vergangenen Jahr. Sehr, sehr viele Entführungen auch. Journalisten haben es unglaublich schwer, sich dort überhaupt frei bewegen zu können, reinzukommen ins Land, ungehindert zu berichten. Und sie sind sozusagen Drohungen und Gewalttaten ausgesetzt von unterschiedlichsten Seiten, so dass es wirklich im Moment das gefährlichste Land ist. Ich habe in Ihrem Bericht gelesen, im ablaufenden Jahr sind 119 Kollegen und Kolleginnen entführt worden. Sie haben es selber angesprochen. Ist das eine neue Entwicklung? Neu ist die Entwicklung nicht, aber die Zahl der Entführungen hat dramatisch zugenommen. Im letzten Jahr hat sich die Zahl noch mal mehr als verdoppelt. Diese Entführungen machen uns große Sorge. Warum? Weil Journalisten eigentlich riskieren müssen, wenn sie in Krisengebiete reisen, ob das Syrien ist, ob das Irak ist, ob das andere Staaten sind, dass sie nicht nur sozusagen bedroht werden, dass sie eingeschüchtert werden oder aus dem Land geschmissen zu werden, wenn ihre Berichterstattung nicht erwünscht ist, sondern Entführungen sind immer häufiger die Folge, bis hin zu dem, was wir im Irak und in Syrien, in den vom IS besetzten Gebieten jetzt erlebt haben, diese grausame Enthauptung, die wir alle noch vor Augen haben. Das waren James Foley und Stephen Sotloff auf ziemlich spektakuläre Art und Weise. Die IS hat ja offenkundig eine Propagandawirkung im Sinn. Haben Sie denn Erfolg mit solchen Videos? Also lassen sich Journalisten durch das, was da passiert ist, tatsächlich einschüchtern und berichten über den IS entsprechend weniger? Naja, es ist ja überhaupt schwierig, in dieses Gebiet hineinzukommen. Es gibt einige Journalisten, die es versuchen. Ich glaube, das muss man ambivalent beurteilen. Es ist ein britischer Journalist beispielsweise entführt zurzeit. Das ist John Cantley, der mehrfach benutzt wurde von den Leuten des Islamischen Staates und Aussagen vor der Videokamera gemacht hat, also als Propagandamittel genutzt wurde für die IS. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, auch nur ansatzweise unabhängig zu berichten, wenn man dort ist. Es ist hochgefährlich, sich dort zu bewegen. Journalisten genießen keinerlei Achtung. Im Gegenteil, sie werden sozusagen als Agenten des Westens betrachtet, als Menschen, mit denen man umgehen kann, wie man will. Das ist eine ganz neue, gefährliche Qualität der Gewalt, die wir da beobachten. Umgekehrt gibt es aber auch einige wenige Journalisten, die sich auf das Spiel der IS einlassen und als sogenannte Embedded Journalists über den IS berichten. Wie denken Sie denn über diese Kollegen? Also aus Sicht von Reporter ohne Grenzen, ja, seid auf der Hut, seid sehr, sehr, sehr vorsichtig in dieser Region. Wir geben beispielsweise auch Sicherheitstipps heraus, wie man sich in extremen Krisensituationen verhalten soll. Wir bieten auch Training an, das man machen kann, wo man sich beispielsweise auch auf Entführung, mögliche Entführung vorbereiten kann. Das ist ein hochheikles Gebiet dort. Es gibt aber Journalisten, die tun das. Als Journalist würde ich sagen, einerseits ist natürlich ganz froh, dass wir auf diese Weise überhaupt ein bisschen Informationen bekommen aus dieser Ecke der Welt, die uns ja immer mehr verschlossen wird, weil der Islamische Staat diese Region komplett abschottet und selbst in Großstädten wie Mosul ja mittlerweile unabhängige Medien überhaupt nicht mehr zu empfangen sind. Also ein riesiges schwarzes Loch herrscht sozusagen. Aber ich glaube, als Embedded Journalist hast du überhaupt keine Möglichkeit, dir selbst ein Bild zu machen, sondern du wirst dahin geführt, wo es den Leuten gefällt, du bekommst das Bild vermittelt, das sie haben wollen. Also die Chance für uns wirklich objektiv ein Bild zu machen, ist überhaupt nicht gegeben. Nicht weit von Syrien und dem Irak entfernt, in der Türkei sind in den vergangenen Tagen mehrere Journalisten, die offenkundig unliebsam über die Regierung von Präsident Erdogan berichtet haben, verhaftet worden. Wie haben sich denn die Arbeitsbedingungen für Journalisten in der Türkei in den letzten Monaten verändert?
Ja, Türkei ist auch so ein Land, das uns ziemlich Sorgen macht. Warum? Weil in den letzten ein, zwei Jahren erkennbar ist, dass die Regierung versucht hat, immer mehr Einfluss auf die Medien zu nehmen. Das fängt an mit Anrufen von Regierungsbeamten in Redaktionsräumen und mit der Bitte, doch bestimmte Berichte einfach zu unterlassen. Das geht weiter über willkürliche Verhaftungen, auch drei Deutsche. Fotografen sind unlängst verhaftet worden, weil sie über eine Demonstration berichten wollten. Es hat im November und Dezember 15 Journalisten gegeben, die angeklagt wurden wegen Verleumdung und Beleidigung. Auffällig dabei ist, alle 15 Journalisten haben berichtet über die Korruptionsaffäre, in die auch Erdogan selbst ja verwickelt ist. Auch in den sozialen Medien mischt sich die Regierung ein. YouTube und Twitter wurden kurzzeitig ja geblockt. Es ist ein Gesetz verabschiedet worden, das es ermöglicht, kurzzeitig auch Websites komplett zu blockieren. Das alles macht uns große Sorgen. Also Bilanz 2014 für die Türkei sehr niederschmetternd. Danke für den Blick ins Ausland. Zum Schluss ein Blick ins Inland, nach Deutschland. Ist hier alles im Lot? Aus Sicht von Reporter ohne Grenzen. Ja, man muss sagen, dass in Deutschland ist natürlich im Vergleich zu den meisten anderen Ländern auf der Welt mit der um die Pressefreiheit noch ziemlich gut bestellt ist. Deutschland rangiert in unseren Studien, die wir machen, immer unter den ersten 20 Plätzen von 180 Ländern, die wir untersuchen. Diese Relation muss man vor Augen haben. Aber es gibt durchaus Sachen, die sind nicht sehr zufriedenstellend, wenn man hier als deutscher Journalist lebt und arbeitet. Das, was uns natürlich in den letzten ein, zwei Jahren besonders wirklich alarmiert hat, ist das Verhalten, das Auftreten der inländischen und ausländischen Geheimdienste, die vor allen Dingen dem Quellenschutz der Journalisten Sorge bereiten. Also Journalisten, die investigativ arbeiten, die was rausbuddeln wollen, was rausfinden wollen, haben es immer schwerer, ihre Quellen zu schützen, ihre Informanten. Und viele sind schon so misstrauisch, dass sie auf diese Art und Weise wirklich sich mitunter gar nicht mehr an die wirklich heiklen Themen rantrauen, sondern sagen, oh, also da bringe ich meine Informanten in Gefahr, also lasse ich es lieber. Das ist natürlich höchst bedenklich.